Ihr Vortrag? Herr Oberstleutnant, Senfleben. Sanftleben, Sanftleben. Irritiert im ersten Moment, aber wenn Sie mich mal kennenlernen, ich weiß, Sanftleben ist schon richtig. Sie sind nicht sanft. Nein. Es ist so, wir waren eine Territorialarmee. Ja? Ja. Lange Zeit. Aus gutem Grund. Nach 89, ja, war eine Umstellung erforderlich. Ja? Unbedingt. Ein Einschnitt, nicht? Ein Einschnitt, nicht? Heute sind wir globale Armee, ja? Ja. Wir sind im Rahmen des Bündnisses, ja, ja, an da haben Brennpunkten Sie noch nicht, der Welt tätig. Ist richtig. Haben Sie aber noch nicht alle dran gewöhnt. Nein, nicht, aber das, weltläufig geworden, ja? Ja, ein Prozess, wenn ich das so sagen darf. Und in der Öffentlichkeitsarbeit sehr schwer, ja, zu vermitteln. Äußerst schwierig. Wir haben gerade jetzt beim 50-jährigen Bestehen der Bundeswehr, was ja ein außergewöhnliches Datum ist, nicht wahr, demokratische, verfasste Armee, halbes Jahrhundert gab es in Deutschland noch nicht. Das Interesse der Bevölkerung war tendenziell begrenzt. Nicht? Also, wir haben ja in ganz Deutschland Tag der offenen Hose, Tag der offenen Tür gemacht. Nicht? Und wohlwollendes Desinteresse, kann man sagen. Mehr war eigentlich nicht zu holen. Darf ich da kurz ausholen an dieser Stelle? Nicht ein soziologisches Phänomen. Ja. Die Bevölkerung steht unseren Einsätzen auch deswegen distanziert gegenüber, weil die Reproduktionsquote der Bevölkerung zu niedrig ist. Wir haben einen Engpass beim Nachschub von Humanmaterial. Bei der Truppe, jede Familie hat einen halben Sohn, nicht wer gibt schon seinen halben Sohn her, nicht? Das ist ja menschlich nachvollziehbar. Früher der dritte Sohn, nicht? Ja, ja, genau. Muss, und ich früher, muss ja irgendwie abgeschöpft, ja, werden. Früher hat man das gesagt, der erste Sohn kriegt den Hof, den zweiten die Kirche, den dritten kriegt der Krieg, nicht? Heute kriegt noch nicht mal die Kirche ein, nicht? Ja, ein kleiner Seitenhieb ist erlaubt, glaube ich, nicht, ja. Wie sind Sie eigentlich, wie stehen Sie zur Wehrpflicht? Ja? Ist sie notwendig? Oder könnte nicht ein professionelles Heer, ja, ja, also von da, ausgesuchten Leuten? Ja. Ja? Also offiziell muss ich natürlich die Wehrpflicht verteidigen. Sie müssen ja sonst jeden nehmen. Da liegt das Problem. Nicht. Also im Moment haben wir noch die Möglichkeit, ein gewissen, das Ausschöpfen von vergleichsweise qualifizierten Männern, jungen Männern zu haben. Das sieht auch die Generalität als Bedrohung an, dass wir, sagen wir mal, ähnlich wie die US-Armee, im Falle einer nicht mehr wehrpflichtigen Armee praktisch den Abschaum der Bevölkerung kriegen. Nicht in Amerika, die Bodentruppen im Irak, ja, ist ja praktisch, die weiße Mittelschicht fliegt, ist bei der Luftwaffe nicht mehr. Und sag mal, das, was sonst in den Slums rumstreuen und um sich stechen würde, nicht, schießt im Irak. Nicht, ja. Macht natürlich aber auch gleichzeitig wieder den Krieg für die weiße Mittel- und Oberschicht erträglicher, weil sie nicht direkt betroffen sind. Wäre natürlich ein Beitrag zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit, insbesondere in gerade älteren in Jahrgangsgruppen. Gerade in Ostdeutschland. Ja, wir nicht könnten wahr? Also älter als Volkssturm, ja? Ja. Nicht? Eine ganze Armee, ja, eine Reserve sehr ja, bilden. Also, wie ja? Sie da mitdenken, nicht wahr? Zur Verfügung stehen. Ja, ganz genau. Nicht? Das, der große Vorteil würde eben darin bestehen, dass man bei uns, sag mal, dem einerseits kann man die Leute nehmen, die sonst hier herumlungern. Nicht? Der Hauptschüler
der auch eine gewisse Erfahrungsumgang mit Waffen hat, kleines Klappmesser, ich war auf dem Schulhof, PC-Spiele, nicht? Es gibt ja auch Übergewichtige zum Beispiel, die hatten wir früher nicht genommen, aber die können F-16 fliegen in Echtzeitsimulation. Nicht? Und wenn Sie mal dran denken, dass wir in einer Generation bereits ferngesteuerte Waffen... Ist das nicht so schwer für so ein Flugzeug? Ja? Ja, den körperlichen Strapaz nicht gemacht. Ja. Nicht bei Beschleunigung also, auf G6, nicht? Da ist so ein kleiner Fettsack natürlich. Der ist erledigt. Aber Sie bauen ihn ja, die nächste Generation von Flugzeugen wird ja nicht mehr bemannt sein. Das Weichziel ist ja eh das Kernproblem. Und dann kann man einen Dicken hinsetzen und der steuert das, so wie ein Drachen. Sie denken mit, ich bemerke das. Sehr, sehr ausgezeichnet, genau das ist es nicht. Da arbeiten wir mit Hochdruck dran. Das Weichziel ist ja ohnehin das größte Hemmnis bei der Kriegführung. Nicht? Das Weichziel ist auch in der Öffentlichkeitssicht... Das Weichziel ist der Mensch. Ja, ja. Also das weiche und halbharte Ziele nennen wir die Achillesferse der Kriegführung. Und der Soldat ist eben ein Weichziel, das relativ aufwendig hergestellt wird, also in seiner Qualifikation. Und dann relativ schnell eben auch durch... Neunmonatige Kurse, also im Mutterleib. Ja, also nun, wir bauen ja natürlich im Zweiten Weltkrieg mal der Plan, ob man die Schwangerschaften nicht im Sinne des Endsiegs auf 4 Monate verkürzen kann. Ja, dann kriegt man mehr. Es gab diese Experimente. Ich weiß. Und aber natürlich auch diese Zucht. War aber schwierig. Diese Zuchtversuche. Mutter Natur lässt sich zu. Aber da war natürlich, der Krieg war machbar, weil damals die Geburtenrate noch, also es gab ausreichend Männer. Entsprechend war natürlich auch mal ein Sohn konnte man schon mal abtreten. Nicht wahr? Nun war das alles betrachtet vom Endsieg her. Ja? Ja. Denn ich meine, Neugeborene im Jahr 1944 wären ja für den Endsieg zunächst nicht rechtzeitig rekrutierbar gewesen. Nicht mehr in Frage, richtig. Ja. Der Krieg hätte sehr lange dauern müssen. Ja. Wobei man eben vielleicht an der Stelle erwähnen sollte, es gibt eine Darstellung des deutschen Soldaten, die mir nicht ganz behagt. Wenn ich das kritisch anmerken darf. Sie haben sicher den Untertan gesehen, Sie als Cineast. Hat mir nicht gefallen. Die deutsche Generalität als Trottel um diesen irrsinnigen Hitler herum, das war nicht ganz so. Dafür waren Sie auch zu gefährlich. Ja? Als Trottel man muss sagen, wären Sie ungefährlich also gewesen. Hitler hat die Wehrmacht nicht in diesen Krieg getrieben. Nicht, also das wäre zu kurz gedacht. Man kann ja heute mal offen drüber reden. Die Reichswehr unter General von Seeckt hatte bereits 1925 einen ausgearbeiteten Plan für eine Angriffsarmee von 2 Millionen Soldaten, 152 Generäle und ich glaube 102 Divisionen. Nicht mit exakt dieser Truppenstärke und Zahl ist 1900 Anfang der 40er angegriffen worden. Ich war also Hitler hat General von Seeckt in diesem Plan sehr gut gepasst. Nur die Terminierung. Die Terminierung war das Problem. Seeckt hatte als Angriffsjahr 52. Frühestens. Zweite Hälfte der 40er Jahre. Sehr gut. Nicht da. Ja. Und was war der Grund? Nicht, warum Hitler nicht, weil er größenwahnsinnig war oder weil er alt wurde. Er traute sich nichts mehr zu. Nein. Er dachte, er kriegt eine Darmerkrankung. Nein. Das ist interessanter Gedanke, aber letztlich war es etwas völlig anderes, nämlich das Reich war pleite. Es war international nicht mehr kreditwürdig. Die gesamten Rentenfonds, alles war verpfändet. Man musste schnell an das Gold Norwegens. Richtig. Richtig. Deswegen gab es ja auch diesen lustigen Satz, nicht? Den hat mal ein Kunde der Dresdner Bank gesagt, nach dem ersten deutschen Tank kommt sofort die Dresdner Bank. Nicht? Ein kleines Lob, nicht? Das dann auch in der Zentrale der Dresdner Bank, wurde sehr drüber gelacht damals. Nicht? Ja. Also hinter den Spitzen der Wehrmacht fuhren tatsächlich Tresorwagen der Dresdner Bank und man ist zielstrebig mit den Panzerspitzen auf die Goldreserven, Tschechei und so weiter rein. Und weil kann man dann beleihen, nicht? Also dadurch ging es ein Stück weiter. Beleihen ist ein lustiger Ausdruck. Aber da war der Endsieg natürlich programmiert, dann hätte man es nicht zurückgegeben, aber man hätte weiterarbeiten können. Der vorgezogene Angriff bestand darauf, es gab keine Kredite mehr. Sehr interessanter Aspekt.